Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac Rebirth. In der letzten Folge haben wir, weiß ich nicht mehr, ist zu lange her, doch mit Maggie. Mit Maggie haben wir gespielt und glaube ich sogar geschafft. Vielleicht, ja, wir haben eine Winstreak von 1, also haben wir es wahrscheinlich geschafft. Und deswegen, ich glaube, ich habe gesagt, wir spielen Dark Bum als nächstes, also spielen wir Dark Bum. Der wurde ausgetauscht, statt für Azazel ist das jetzt der süße kleine Dark Bum. Wir sind gleich im Keller, der Dark Bum beginnt mit einem Herzen. Also nicht wie Azazel. Azazel hat ja 3 schwarze Herzen von Anfang. Und sonst hat er hier noch 6 Dinger von jedem. Und zu denen sieht er halt anders aus. Kann auch fliegen, so wie Azazel. Und hat ein Charming Brimston, so wie es aussieht. Oh, und der hat sogar noch mehr. Wenn wir getroffen werden, dann wird Zeug gedroppt. Also Herzen, schwarze oder blaue Herzen. Was das ganz rechte Item macht, weiß ich nicht. Und anscheinend hat er noch den Pilz, das Allstats abmacht. Kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Und da die Items verändert worden sind, wird man wahrscheinlich nichts freispielen. Aber das soll kein Problem sein. Und außerdem ist Dark Bum süß. Und wer den Dark Bum nicht kennt, den hatten wir jetzt eigentlich schon ein paar Mal, aber ich erkläre ihn gerne nochmal. Das ist eigentlich ein Item im Spiel. Der... Oh, was ist das denn? Der sammelt rote Herzen ein und gibt dafür blaue oder schwarze Herzen. Also ist das eigentlich ein ziemlich gutes Item und ich kaufe es mir auch immer, sobald ich den kriegen könnte. Und Pay to Play. Magic Fingers. Okay, braucht keine Auflagen. Was macht das? Oh! Okay, es macht Schaden, wenn wir es einsetzen. Aber verbraucht anscheinend auch eine Münze dafür. Okay, interessant. Kriegen wir hier Joker. Ja gut, mit nur einem Herzen ist das bestimmt nicht so geil, es sei denn wir kriegen das neue Lebensitem. Und ich bin immer noch ein bisschen krank, wie man das vielleicht in der Stimme hört. Aber nicht mehr so krank wie vor einigen Tagen. Gut, dass ich noch ein bisschen voraufgenommen hatte, deswegen hatte ich noch ein paar Folgen. Nur gestern kam keine Folge, was echt schade ist, weil seit Kanalbeginn habe ich eigentlich immer mindestens eine Folge am Tag hochgeladen. Und das ist echt schade, dass das jetzt das erste Mal nicht geklappt hat. Aua. Okay, sterbt. Oh, wir haben keine Münzen mehr. Oh, ich hasse euch, Spinnen. Ich hasse euch. Geht weg. Du explodierst. Ich kenne dich doch. Und ja, aber das war echt schlimm. Ich konnte nicht aufnehmen. Ich konnte nicht normal sprechen, ohne die ganze Zeit husten zu müssen. Und auch so hat sich das schon anders angehört. Und... Oh, wir haben Curse of the Maze, wie es scheint. Und Schüttelfrost und sowas hatte ich auch, das war nicht schön. Fieber und alles mögliche. Das wäre alles nicht so doll. Aber jetzt geht's mal wieder einigermaßen besser. Wir nutzen die Joker-Karte. Oh, der schöne Pentagramm, aber wir... Nein! Ist shit. Okay, das war dann dumm, dass wir die Karte eingesetzt haben. Wir sind trotzdem in den Stachelraum gekommen und haben trotzdem Leben verloren. Gut, das war nicht so schön. Na gut. Gehen wir halt zum Boss, ne? Jugafly ist ja gut. Das ist wenigstens ein einfacher Boss. Da, du liebst uns. Töte dich selber, wenn du uns wirklich liebst. Dankeschön. Ja, jetzt hätten wir den Teufelsraum nochmal gekonnt und uns das Pentagramm leisten können. Aber na gut. Dann halt nicht. Jetzt haben wir auch nicht nach einem Geheimraum gesucht. Ah, und außerdem schläft der Dark Bum bei den Zwischenfrequenzen und das ist süß. Der Dark Bum ist süß. Und er strengt sich immer richtig an, wenn er diesen Brimston machen muss. Richtig süß. Ich mag den Dark Bum. Eines meiner Lieblings-Items. Au. So. Ich frage mich allerdings, ob wir auch irgendwas freischalten, wenn wir jetzt Mom besiegen oder so. Ich denke nicht, aber werden wir dann sehen. Oder ob der Mom-Kill überhaupt zählt. Achso, ich glaube, ich habe noch gar nicht gesagt, dass das ein Mod ist, oder? Der Dark Bum ist ein Mod. Den habe ich bei Reddit gefunden. Unter den Subreddit The Modding of Isaac, hieß der, glaube ich. Und da sind ganz tolle Mods. Da kann man sogar selber Mods einreichen und auch selber Mods verlangen, sozusagen. Also man kann auf jeden Fall sagen, welche Mods man gerne hätte. Und dann machen die das eventuell. Ich habe schon
gefragt, ob die nicht eventuell ein ohne Zahn bzw. Toothless Mod machen könnten. Statt Azazel halt. Dass man dann quasi als ohne Zahn... Ach, die greifen sich gegenseitig an mit den Scheiben. Das ist ja cool. Dass man dann quasi ohne Zahn spielt. Oh Gott, wir haben noch ein halbes Herz. Und das wäre ja wohl mal richtig episch, oder? Ich fände das episch. So, jetzt haben wir leider keine Herzen mehr. Und auch sonst sieht es nicht so gut aus. Oh Gott. Oh Gott, Fliegen und alles. Keine Fliegenspinnen, meinte ich natürlich. Spielen wir eigentlich gerade im Hard Mode? Oh Gott. Ich habe gerade ein bisschen Angst vor denen. Okay, Spinne. Danke, hast dich selbst umgebracht. Das finde ich sehr nett von dir. In den Stachelraum will ich ehrlich gesagt nicht rein, auch wenn es uns nur ein halbes Herz abzieht. Aber ein Herz geht ja schnell weg. Da muss nur ein Gegner da sein, der ein bisschen mehr abzieht als die normalen, und dann bist du weg. Ja, ja, so ist das. So ist das leider in diesem Spiel. Kann man nichts machen. In diesem grausamen Keller ist das immer so. Den haben wir neu freigespielt, soweit ich weiß. Des Robo-Baby irgendeins. Robo-Baby 2.0. Oh nein, das ist ja voll das doofe Robo-Baby. Je nachdem, wo ich hinschieße, da fliegt er hin. Oh Gott. Also ich lenke ihn quasi mit dem rechten Stick von dem Controller. Naja, gut. Mal schauen, ob er irgendwas kann. Ah, okay. Cool, dann kann man sich einfach verstecken und er greift automatisch an. Ja, das ist auch cool. Guck mal, ich konnte mich jetzt einfach auf den Stein verstecken und alles ist toll. Okay, kann bestimmt noch irgendwie ein bisschen hilfreich sein. Vielleicht, eventuell. Waren wir hier links schon? Ja, okay. So, ist die Frage. Der Geheimraum könnte eventuell hier oben sein. Mhm, okay. Dann eventuell da rechts haben wir geguckt. Ah, ich muss die ganze Zeit meine Husten unterdrücken. Das ist ein bisschen doof. Da, okay, sehr schön. Was kriegen wir? Wir kriegen erstmal die Sachen hier. Und Spinnen, na gut. Und ich habe mitbekommen, dass man den hier sprengen kann. Und dann kommen da Sachen raus. Ist das nicht super geil? Jetzt sind wir sogar umsonst in den Shop reingekommen. Und hier haben wir die schwarze Kerze, die wir freigeschalten haben. Die hätte ich gern. Ja, die hätte ich wirklich gern. Curse Immunity und Evil Up. Ah! Guck mal, der Curse of the Blablabla. Alles Amnesia und auch die ganzen anderen sind jetzt weggegangen. Und jetzt sind wir auch immun dagegen. Und wir haben Evil Up. Deswegen haben wir das schwarze Herz bekommen. Und mehr macht das gar nicht, glaube ich. Warum das rote Auge her? Hm. Ist auf jeden Fall nicht so schlecht. Waren wir hier links? Ja, waren wir. Da war der kleine Miniboss. Ja, komm, dann gehen wir doch nochmal in den Stachelraum. Warum nicht? Kriegen wir sogar noch zwei weitere schwarze Herzen. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Super Geheimraum könnten wir auch nochmal nachgucken. Genug Bomben haben wir an sich. Der wird wahrscheinlich hier unten sein. Ja. Da muss ich leider doch nochmal husten. Aber ich drehe mich extra weg vom Mikro, damit ihr das nicht so laut hört. Mann, bin ich heute nett. So, haben wir sogar noch ein Sehenherz bekommen. Das ist sehr schön. Ich habe zwar gehofft, dass die schwarze Kerze ein Space-Item ist, aber so ist das auch okay. Und ich muss mal schauen. Eventuell werde ich den Part splitten. Weil ich einfach nicht so viel reden möchte. Das ist nämlich doch noch ein bisschen anstrengend. Power! Nuss, Baby, du machst das. Wieso greift es nicht an? Hallo? Baby? Okay, keine Ahnung. Wir lassen unser Baby das machen. Robo Baby 2.0, du bist cool. So. Ja, so eine üble Krankheit, wie ich die jetzt hatte, hatte ich seit langem nicht mehr. Ich hatte nur so ein leichtes Fieber. Na, leicht. 38,5 Grad ist, glaube ich, noch leichtes Fieber. Und hatte übel Schüttelfrost und so. Das ist voll uncool. Das hatte ich, glaube ich, das letzte Mal vor 4 Jahren. Ich bin eigentlich recht immun gegen Krankheiten. Aber das... Manchmal kommt das halt, ne? Au. Das Einzige, was ich mal öfters bekomme, ist... hier Mandelhalsentzündung. Das hatte ich früher fast jährlich. Aber
Aber inzwischen auch nicht mehr. Na komm, wir lassen das Baby machen, das ist sicherer. Immer schön das Baby kämpfen lassen. Aber wieso schießt das nur so sporadisch? Muss es in die Richtung gucken? Nee, es schießt ja von automatisch. Ja, okay, das dauert mir zu lang. Ich mach das selber. Blödes Baby. Alles muss man hier selber machen. Und die Bombentasche. Ich weiß jetzt nicht, ob die alle 5 Räume irgendwas gedroppt hat oder ob sie allgemein was gedroppt hat, dass die Chance auf Bomben größer wird, allgemein. So, ihr greift euch gegenseitig an, ihr greift euch gegenseitig an. Sehr schön. Alles tut, alles tut, haha. Was kriegen wir hier? Das ist das und Hangman. Okay, das brauchen wir nicht. Das werden wir benutzen. Nachdem wir in den Stachelraum gegangen sind. War das da oben der Stachelraum oder war das der Challenge? Nee, ist der Stachelraum. Dann gehen wir da mal kurz rein. Ah, Entschuldigung. Mann. So, hallo Stachelraum. Was hast du für mich? Du hast noch mehr Pillen für mich, okay? Words of Steel ist immer sehr schön und... Ja gut, das brauchen wir nicht. Hangman brauchen wir auch nicht. Dann teleportieren wir uns hier einfach raus. Ah, in den goldenen Raum hat das einen teleportiert. Okay. Das ist das goldene Raum. Merken. Das habe ich bestimmt schon öfters gesagt. Habe ich mir nie gemerkt. Aber diesmal, Leute, merke ich mir das. Das ist goldener Raum. Ja. Der goldene Raum. Wo haben wir das Ghost Baby her? Hä? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir ein Ghost Baby eingesammelt haben, aber okay. Ah, wieso seid ihr so schnell? Oh Gott. Okay, Attacke. Oh, das macht ja Damage. Cool. Bam, bam. Oh, wir haben kein Geld mehr. Ih, da ist ja noch einer. Weg mit dir, du Ungetüm. Ja, wir haben kein Geld, das heißt, das lohnt sich nicht. Da oben wäre noch ein Raum, aber ich habe jetzt keine Lust, nochmal über die ganze Map zu laufen, nur für einen Raum. Das macht das Baby für uns. Sollte... Ja, das macht doch recht guten Schaden, das Baby. Aber nicht genug. Au. Oh, er weiß nicht, wo er hin soll. Gut, das hätten wir sicherer machen können, damit wir nicht so oft getroffen werden. Aber gut, hier kriegen wir sowieso noch ein Damage ab und jetzt sollten wir... Oh nein, Darkbomb, wieso bist du wütend? Wütend und traurig zugleich. Nein. Ja, hier waren wir ja vorhin schon. Das heißt, jetzt brauchen wir alles nicht, dann gehen wir einfach weiter runter. Oh, hätten sie die Zwischenfrequenzen noch angepasst für Darkbomb, dann wäre das richtig, richtig episch. Tears Up ist schön, obwohl... Ja. Das war auch vorher schon fast instant da. Deswegen hat das wahrscheinlich nicht so viel gebracht, aber ein bisschen vielleicht doch. Auf jeden Fall explodierten die, oder? Die da gerade... Ja. Die uns da gerade geliebt hat, musste explodieren. Alles, was uns liebt, explodiert. Oh. Hi. Du liebst uns, also kämpfe für uns. Du begehrst unsere Macht. Ne. Wir gaben dir das Mal der Liebe. Und dafür kämpfen sie dann für uns. Nur für uns. So, was haben wir hier? I can see forever. Oh, können wir auch für die nächste Ebene noch benutzen. Das ist doch sehr schön. Und hier ist schon gleich der Raum. Noch ein Lebensupgrade. Oder zwei? Zweifaches Lebensupgrade. Noch schöner. Das kann sich sehen lassen. Finde ich sehr gut. Was kriegen wir hier noch? Noch mehr. What the fuck? Voll. Drei Icons, die voll. What? Okay. Okay, Spiel. Okay. So viele brauchen wir dann doch nicht. Eine pro Ebene langt schon. Schade, dass man die nicht mitnehmen kann. Aber eventuell kriegen wir noch. Nein, kriegen wir nicht. Oh, wäre das schön, wenn wir hier jetzt...
Wenn wir hier jetzt dieses Item gefunden haben, dass wir zwei Pillen mitnehmen können. So, Empower teleportiert ihn zum Boss und das gibt uns allerlei Stuff. Also Empower, ne, dann nehmen wir lieber die Ice Can See Forever Pille mit. Die wird nützlicher sein in der nächsten Ebene. Und zudem sollten wir vielleicht nochmal den Supergeheimraum irgendwo finden. Ach so, das sind die so auch komisch aufgehen. Okay, dann gehen wir auf. Oh, okay. Unser Brimstone ist irgendwie nicht ganz so stark, wie es scheint. Ne, wirklich nicht. Nur ein Strich. Wäre wahrscheinlich aber auch zu OP mit dem Charming-Zeug und dann noch so ein heftiger Brimstone. Oder ist Azazel von sich auch so schwach? Weiß ich gerade gar nicht. Azazel ist ja an sich ziemlich stark. Auch wenn ich mit ihm das nicht schaffe, ist er trotzdem ziemlich stark. So. Wo ist denn der Geheimraum? Der Supergeheimraum. Ach ja, ihr konntet schießen. Da war ja was. Ihr könnt alle schießen, okay. Ganz schön kühle Leute hier, können alle schießen. Wie groß ist denn bitte die Ebene? Naja, den Geheimraum, den Supergeheimraum, ja, haben wir auf jeden Fall gefunden. Dieser Raum sieht auch richtig cool aus. Hier gehören wir her. Wir sind der Darkbomb. Wir legen uns jetzt in die Ecke. Und weinen eine Runde. Das ist meine Ecke. Sucht euch eine andere Ecke. Baby, du gehst oben links in die Ecke. Und jetzt. Verwandlung! Okay. Was auch immer. Das war die Schattenwelt. Da kommen alle Duellanten hin, die es nicht würdig sind, in dieser Welt zu kämpfen. War aber noch keiner drin, also ist wohl jeder würdig. Wäre peinlich, wenn wir da der Erste sind. So, was machen wir? Achso, wir können ja fliegen. Ganz vergessen. Ist, glaube ich, erst die dritte Ebene gewesen, oder? Gertie, hi. Hallo, Gertie. Au. Okay, das ist doof. Wir müssen nämlich voll nah ran, um ihm Schaden zu machen. Aber... Nee, doch. Ist okay. Au. Bitte mir nicht wehtun, Gertie. Bitte nicht. Bitte hör auf. Hör auf mit diesem Wahnsinn. Nochmal Evil ab, okay. Und ganz viele Bomben. Brauchen wir zwar nicht, aber nehmen wir trotzdem mit. Mehr gibt's hier, glaube ich, nicht. Wir haben sonst alles mitgenommen. Da ist noch ein blaues Herz. Das können wir kaufen, aber brauchen wir nicht. Und noch ein Challenge-Raum, in dem man nur mit einem Leben reinkommt. Dafür haben wir aber zu viele Leben, als dass wir die irgendwie opfern dürften. 2, 4, 5. Ist immer noch nicht die Marm-Ebene. Wir sind ziemlich langsam, na, geht so, durchschnittlich langsam unterwegs. Beziehungsweise durchschnittlich schnell, wie man sieht. Kann man ja in beide Richtungen sehen. Und wenn ihr auch mit diesen Mods spielen wollt, dann müsst ihr einfach auf... Au. Auf the Modding of Isaac gehen. Auf reddit.com oder .org. Ich weiß das gar nicht. Auf jeden Fall Reddit. Einfach Reddit in Google eingeben, dann findet ihr das. Und dann The Modding of Isaac suchen. Los, greift euch gegenseitig an. Oh, jetzt bist du schon tot. Und dann den Darkbomb Mod einfach finden. Der ist zurzeit noch auf der ersten Seite, soweit ich weiß. Schon eine ganze Zeit lang. Und dann müsst ihr da einfach nur eine Datei runterladen, die Datei in den Spieleordner reinkopieren. Und dann habt ihr das schon. Mehr ist das gar nicht, das ist ziemlich simpel. Wird aber auch nochmal erklärt in der eigenen Datei, die man da runterlädt. Warte, war das der mit dem Brimstone? Au. Ich glaube schon. Wir können auf jeden Fall mal unsere I Can See Forever Dings einsetzen. Oh nein, der macht auch diesen... Ja, genau. Der hat auch diese Stacheln gemacht. Aber die können uns, glaube ich, gar nichts anhaben, oder? Ich meine, wir können ja fliegen. Doch, die können es. Okay. Die gehen so hoch, dass es sich nicht mal unser Fliegen was bringt. Interessant. Interessant, lieber, wie heißt der? Wie heißt du? Olaf. Lieber Olaf, das ist sehr interessant. Olaf, was tust du nur? Lass es doch bleiben.
Ein Speed-Up. Ein Speed-Up ist sehr schön. Wir haben genug Bomben, um hier mal alle Dinge aufzumachen. Oh. Und noch ein... Was? Wir haben so viel Evil abbekommen und kriegen trotzdem noch einen Engelsraum. Okay. Wir scheinen ganz schön niedlich zu sein. Sind wir auch wirklich? Ha! So. Aber was ist das? Flight? Wow. Bringt uns null. Gar nichts. Spectral Tier. Ja, nee, bringt uns wirklich nichts. Weil der Bumsen sowieso überall durchgeht und fliegen konnten wir auch schon. Aha. Dann war das vielleicht ein Engelsraum von Teufel. Weil er wusste, haha, das brauchst du gar nicht. Wir mobben dich jetzt einfach ein bisschen. Aber kriegen wir wenigstens den Kopf von Gabi. Der ist immerhin gut. Der ist sogar sehr gut. Viel besser als das andere Teil auf jeden Fall. Greifen die sich auch gegenseitig an? Nee, warum nicht? Wow, okay, das war knapp. Aua, ey, du liebst uns. Wieso greifst du uns an? Hallo, Greed. Sollte ziemlich schnell tot gehen, ja. Wie sich das eben angehört hat. Das war witzig, okay. Okay, die Folge geht schon 20 Minuten. Ich wollte eigentlich cutten, aber ich habe keine Lust zu cutten. Also lade ich wieder ganz hoch. Macht nix. Macht nix. Wir kommen ja eh nur bis zu Mams Herz. Ich glaube, sobald wir halt weiterkommen können als Mams Herz, werde ich das cutten, weil sonst die Folgen zu lang werden. Aber sonst geht das noch. Guck mal, da ist ein Kreuz auf dem Boden. Okay, macht aber nichts. Das war nur eine Illusion. Das Spiel wollte, dass wir denken, da wäre eventuell was... Lol. Wir kriegen einfach in jeder Ebene eine I Can See Forever Pille. Amnesia... Warte, wir können eigentlich alles einsetzen. Amnesia kann uns ja eigentlich nichts anhaben. Was? Kann uns doch was anhaben? Obwohl wir die Pille haben? Okay, dann war das doof, dass ich das eingesetzt habe. Aber jetzt wissen wir das wenigstens. Wofür auch immer man das wissen müsste. Wir wissen es jetzt. Wir haben diese blöde Kerze und sie bringt uns einfach nichts gerade. Warte, wir haben volle Herzen. Wir sollten in den Challenge-Raum rein, bevor wir hier zu viele Herzen verlieren. Alter, was? Die sterben nicht? Okay. Okay, Geist. Okay, Auge. Auge waren gut. Wir dürfen nur nicht... Triple Shot? Oh. Ja, Triple Mini Bumsen. Ja, toll. Das ist doch super. So, damit könnten wir eine weitere Karte tragen. Ich glaube, ich spende aber lieber alles. Oh, 176. Dann kaufen wir das noch. Denn blaue Herzen sind immer gut. Blaue Herzen sind immer gut. Triple Crimson. Oh, da machen wir auch den dreifachen Schaden. Vorhin, der geht gar nicht so doll auseinander, wie ich das vermutet hatte. Was auch sehr schön ist. Und das heißt, wir machen einfach mit jedem Strahl, den wir treffen, den dreifachen Schaden. Okay, krass. Das ist ja richtig gut. Wie hoch ist denn... Nee, hat sich aber nicht erhöht. Auf jeden Fall nicht bei den Statistikwerten. Nee, klar, ist ja auch nur ein Triple Brimson. Hat ja nichts an den... Lol. Ernsthaft? Hat ja nichts an den allgemeinen Werten verändert. Jetzt habe ich da leider die beiden Dinge aufgeschlossen, ohne es zu wollen. Naja, kann ja mal passieren. Au, verbrenn dich selber. Okay, ich verliere gerade viel zu viele Leben. Aber ich habe ja noch genug. Ich darf ein bisschen unvorsichtig spielen. Wieso gehen die in die Ecke? Haben die so viel Angst vor uns? Au. Das gibt Rache, meine Freunde. Das gibt Rache. Vom kleinen süßen Dank. Dark Boom. Dark Boom. Haha, Dark Boom. Dark Boom. Au. Okay, dann haben wir ja, glaube ich, alles. Haben wir den Supergeheimraum auch schon gefunden? Waren da die ganzen Pillen drin oder war das der normale Super, der normale Geheimraum? Oh, ich bin schon wieder sau verwirrt. Ich glaube, wir haben hier alles erkundet, was wir erkunden konnten. Waren wir im Stachel... Ja, im Stachelraum haben wir den Kopf gefunden. Gut, dann sind wir hier auch durch. Dann können wir in die Marm-Ebene gehen. Ist hier vielleicht noch ein Stein mit einem X drauf? Nein. Gut. Hallo Marm-Ebene. Hallihallo. Wie geht's denn so? Die Zeit ist schon lange weg. Wie lange brauchen wir denn? 22? Okay.
Ist alles okay. Ich glaube, mit dem Dark Bomb gäbe es gar keinen Boss Rush. Oder wahrscheinlich doch. Aber wird nichts bringen. Wir können mal unsere Icons die Forever einsetzen. Dann finden wir hier auf jeden Fall noch die Geheimräume. Und Geheimräume sind toll. Gut. Hallo, du kleine Spinne. Hallo, du kleine Fliege. Hallo, du kleine Trollbombe. Na, ne, hat sich überhaupt nicht gelohnt. Au. Jetzt haben wir ein ganzes halbes Leben verloren. Nur weil wir so gierig waren und da reingucken wollten. So was sollte man nicht machen. Zu gierig sein und dafür seine Gesundheit aufs Spiel setzen. Nur um eventuell was Gutes zu finden, sollte man nicht machen. Nee, nee, nee. Okay. Irgendwie geht unser Leben ganz schön zurück, habe ich das Gefühl. Wir haben sogar ein Auge zu. Warte, haben wir es auf? Ja. Das ist ja cool, dann zwinkern wir ja quasi. Ah, eigentlich hat er beide Augen zu. Aber weil wir dieses eine rote Herz haben, hat er nur ein Auge dann zu. Das sieht ja witzig aus. Okay, Boss. Oh nein, ich hasse euch. Sterbt. Und ich laufe da natürlich rein, weil ich immer denke, der Strahl ist schneller weg, als er in Wirklichkeit weg ist. Naja. Naja, okay, hier sind wir falsch. Wir haben noch keinen Geheimraum gefunden, obwohl wir die Pille eingesetzt haben. Wo haben wir die ganzen Fliegen her? Jetzt mal ernsthaft, wo kommen die ganzen Fliegen her? Ah, okay, blaue Herzen, das ist schön. Da haben wir auch den ersten Geheimraum. Bringt uns zwar nicht so viel, aber er bringt uns immerhin irgendwas. Und ich will jetzt eigentlich nur ganz schnell zum Mom. Obwohl haben wir... Ne, wir haben den goldenen Raum noch nicht mal. Dann will ich erst im goldenen Raum. Da ist der Boss, das Mom. Mutter, wir kommen, aber du musst noch ein bisschen warten. Tut mir leid, Mutti. Aber der goldene Raum geht vor. So sehr ich auch gegen dich antreten will, Mutti. Ich muss erstmal in den goldenen Raum. Und den Supergeheimraum muss ich auch noch finden. Wie macht er das denn jetzt am besten? Wir machen. Unser Robo-Baby macht das. Ich weiß, du kannst es, Robo-Baby. Ich weiß es. Okay, wir helfen dir ein bisschen, dann geht's schneller. Genug Bomben haben wir. So. Oh. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Ach nein, wir sind groß. Ob wir den jetzt zweimal haben? Ja, unsere ganzen Items. Nee. Oh, das andere Pilzding ist gar nicht dieser All Sets Up Pilz. Der zweite Reihe ganz links ist. Den hatten wir von Anfang an und oben links, das ganz oben, das dritte von links, das ist der Pilz, den wir eben eingesammelt haben, der All Sets Up gemacht hat. Au. Ey, deine Marder hat uns geliebt. Wieso greift sie uns an? Oh, BFF. BFF. Damit werden alle Begleiter stärker. Also auch das Robo-Baby, aber wow, brauchen wir, glaube ich, nicht. An sich, hier hätten wir nochmal diese Schattenwelt. Okay, dann können wir jetzt auch zum Mom gehen. Wir waren im Shop, wir waren in beiden Geheimräumen, wir waren im goldenen Raum. Ja, ja, gut. Wir gehen zu Mutti. Okay, komm her. Ich weiß, du willst es. Okay, dieser Trick funktioniert also tatsächlich. Das finde ich sehr geil. Au. Egal, wir bleiben hier stehen. Ich glaube, so verliert man recht wenig Leben. Da ist noch ein Gegner. Und HP und Lack. Oh, haben wir viele Leben. Wir sind mit einem Leben gestartet, darf man nicht vergessen. Ja, das Zombie-Baby, das wird uns Fliegen bescheren. Sobald wir keine mehr haben. Ah, komm, nehmen wir mit. Wir haben so viele Leben. Da können wir auch einen weiteren Begleiter mitnehmen. Ja. Gut. Da wäre das BFF jetzt halt doch richtig gut gewesen eigentlich. Da wir jetzt zwei Begleiter haben.
Aber ist egal. Ist nicht so wichtig. So, Bedgas. Kann man mal verwenden. Das bedeutet, glaube ich, kein X auf dem Stein, weil das X woanders liegt und anders aussieht, glaube ich. Bin mir allerdings gerade nicht so sicher. Aber ich glaube, ich habe das schon öfters ausprobiert bei diesen anderen Steinen da, die wir eben gesehen haben. Und dann war das kein Stein mit X. Satz mit X, das war ja wohl nix. Stein ohne X, da hast du nix. Oder kriegst du nix. Hallo, zweimal Megamor, wir machen dreifachen Schaden. Wie gefällt dir das, hä? Willst du nicht lieber deine T-Shirts spucken? Oh, jetzt haben wir nicht mehr gelassen, sein T-Shirt zu spucken. Aber schön, dass er auf uns gehört hat, auf unsere Idee. Nein, die hätten sich gegenseitig angegriffen. Aber ich glaube, die machen sich eh keinen Schaden. Mit ihrem Laser. Aber wäre trotzdem witzig. Die sterben alle einfach viel zu schnell. Hallo. Rollen der Gedärme. Na gut. Greifen die sich jetzt auch gegenseitig... Oh. Seitig an. Oh. Okay. Okay. Haben wir hier irgendwo einen Stein mit einem X drin? Ich sehe keinen. Das muss ich mir antrainieren. Ich muss mir die mal raussuchen, wie die wirklich aussehen mit den Xen. Huch, was? Wir sind schon beim Boss? Habe ich gar nicht drauf geachtet. Wenn ich ehrlich bin. Oh, er liebt uns. Au. Skorlax, please. Ich habe Fliegen. Ich warne dich. Und ich kann nicht einfach... das hat richtig viel Schaden gemacht. War das wirklich unser Furz? Okay, das wäre krass. Auf jeden Fall haben wir noch ein Speed-Up. Ich weiß nicht, was wir in dieser Ebene noch machen sollen, aber wir gucken uns trotzdem noch ein bisschen um. Warum nicht? Genug Bomben haben wir, um auf jeden Fall noch nach dem Geheimraum zu suchen. Guck mal, da ist er. Und wie sah der Stein aus? Ich habe es nicht gesehen. Ah, Bad Gas, weiß man nicht. Okay, Pheromone, Puberty. Oh nein, Darkbomb, du darfst nicht in die Pubertät kommen. Komm, den springen wir auch nochmal weg. Haha. Wie sah der Stein aus? Verdammt. Ist das doch so ein Stein? Nee. Wie sehen diese X-Steine in The Womp aus? Ich weiß es nicht. Aber ich würde es gerne wissen. Krass, wie viel Schaden wir machen dank den Triple Brimston. Gut, dass wir das Auge gefunden haben. Das ist echt gut. Komm, hier ist doch bestimmt irgendein Stein. Hier, der hier vielleicht. Auch nicht. Aber der Stein hat uns wehgetan. Das ist doch auch schön. Das ist auch schön. Hat was. Tja. Dann. Wieso ist hier ein Herz angezeigt? War da eben ein Herz angezeigt? Da ist ein Herz angezeigt. Was denn? Ach, da oben. Ja, klar. Klar, klar. Gut, gut. Alles klar. Wir haben keine blauen Herzen mehr. Oh, 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 oh. Stimmt, wir verlieren ja auch ein ganzes Herz, wenn wir hier getroffen werden. Nein. Nix da, nix da. Hier vielleicht irgendwo ein blauer... also ein X-Stein. Nee, auch nicht, hä? Irgendwo muss es hier doch X-Steine geben, die ich auch erkenne. Ich will mal... Irgendwo müssen die hier sein. Guck mal, selbst wenn Darkbomb so traurig und wütend aussieht, ist er immer noch ein bisschen süß. Da will ich ehrlich gesagt nicht rein... Ich wüsste nicht, was wir da Cooles erwarten könnten im Stachelraum. Also lassen wir das. Hm, ja gut. Komm, du Bettler. Wir sind andere Bettler an sich. Erkennst du uns? Erkennst du uns? Erkennst du uns? Ah, danke. Noch ein paar Pillen. I can see forever. Mal zwei, mal wieder. Lemon Party ist auch sehr cool. Worlds of Steel sowieso. Ja, wir nehmen I Can See Forever mit. Das könnten wir in der nächsten Ebene nochmal Wir können es auch hier verwenden. So, wir haben es hier verwendet. Und dann nehmen wir nochmal die Lemon Party mit, weil die Lemon Party sehr stark ist. Auch wenn sie bei Mom nichts bringt. Okay, wir sind auch so richtig stark. Wow. Krass. Okay, hi. Lemon Party! Wup, wup, wup. Wup, 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 wup. Oh, Loki, du bist zu spät zur Lemon Party.
Okay. Ich find's gerade krass, wie stark wir sind. Wenn ich ehrlich bin. Hätte ich nicht gedacht, dass wir so stark sind. So, Geheimraum. Achso, einen Geheimraum haben wir schon. Das heißt, wir können nur noch den Supergeheimraum finden. Und der soll ja nah, also bevorzugt nah am Bossraum dran sein. Das heißt, wir könnten eigentlich mal in die Nähe des Bossraumes gehen. Tatsächlich. Nee, das war der, das ist ja der normale. Gut, hier ist er also nicht. Ist er denn jetzt hier unten? Nein. Ja, wo denn dann? Vielleicht hier in den Nebenraum. Okay. Was ist das? Ja, feet feel strong. Wir haben nicht mal Füße. Was, wenn uns dieses Item sagen? Es bringt uns, glaube ich, nichts. Deswegen lassen wir es einfach da. Ihr könnt mir mal reinschreiben, was dieses Item hier macht. Dieses Trinket. Kallus. Kallus, was macht Kallus? Your feet feel stronger. Deine Füße fühlen sich stärker. Aha. Gut. Das sagt mir sehr viel, aber wir haben ja nicht mal Füße als Dark Bum. Naja, gehen wir halt in die Mutters Herzebene. Hallo Mutters Herzebene. Rom 2. Bist du bereit für uns, Mutter? Wir sind es auf jeden Fall. Wir sind mehr als bereit für dich. Gut, bei dem müssen wir ein bisschen aufpassen. Ah, ja. Okay, der Raum ist irgendwie nervig. Er hat uns wieder all unsere blauen Herzen abgezogen. Böser Raum. Du böser, böser Raum. Dafür, dass wir diese linke Hand haben, haben wir echt wenig Sachen gefunden irgendwie. Echt wenig rote Kisten. Oh nein, jetzt haben wir sogar ein Leben verloren. Nein, wie konnte das nur geschehen? Wir sind Dark Bum. Eigentlich kann uns niemand wehtun. Okay, das war dumm, dass ich das eingesammelt habe. Ist jetzt aber geschehen. Ich gucke nochmal, ob hier ein Stein ist mit einem X. Nee, ich finde in The Worm keine Steine mit einem X drin. Ich bin irgendwie zu blöd dazu. Ach ja. So ist das, ne? Wenn man älter wird, dann erkennt man einfach die Steine mit den X'en nicht mehr. Oh! Was haben wir denn hier? Oh, cool. Die Made. Okay, wir können hier einfach fliegen? Ach, das ist gar nicht so... Aha. Okay, jetzt verstehe ich, wie die das programmiert haben. Aha, okay. Ja, okay, interessant. Okay, ja, ja, bla bla. Diese Made, die schießt einfach, sobald wir auch schießen. So wie bei den Chubs. Genau so. Die fliegt einfach mit und macht dann Schaden, wenn sie was trifft. Das ist an sich ganz cool. Ich mag das Item. Guck mal. Da unten rechts. Zieht das als X? Schauen wir mal. Ja, okay. Das ist ja dann richtig klein. Da muss man ja noch doller aufpassen als sowieso schon. Okay, nicht schlecht. Sind wir auf jeden Fall bei Mams Herz. So. Auge weg, Auge weg. Und wenn wir getroffen werden, sollten wir auf jeden Fall Sachen droppen, da wir diese schwarze Maske haben. Au. Wir haben sowieso genug Leben. Mam sollte kein Problem sein. Wir müssten sie eigentlich nur einmal treffen, so. Und man kriegt doch was. Wir haben jetzt die Sachen bekommen, als wenn wir Azazel gespielt hätten. Okay, cool. 40 Minuten, ja. War eine gute Entscheidung, nicht zu schneiden. Ich hätte natürlich 22 Minuten Platz machen können, aber... Na, was kriegen wir? Ja, a quarter penny. Hier kannst du... You unlocked Wept Baby und a quarter. Yay, a quarter. Zählt das jetzt? Ja. Ist die Frage, dass wenn ich den jetzt wieder verändere zu Azazel, dass er wieder normal aussieht, ob wir dann auch noch das Herz besiegt haben. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht, das weiß ich nicht. Vielleicht lasse ich dann Darkbomb lieber drin. Hat ja auch was.
Aber es zählt wahrscheinlich auch als Farmkill. Oh ja, das ist doch schön. Das ist alles schön. Gut, bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen, liebe Leute. Oder da will ich nicht mehr reingucken, das habt ihr nicht gesehen. Bis zum nächsten Mal. Und ich hoffe, euch hat diese kleine Special-Folge mit den Darkbomben gefallen. Tschüss. Oh Gott, ich kann dieses hohe gar nicht mehr richtig machen. Tschüss. Oh Gott. Okay, egal. Tschüss.